In der linken Ecke haben wir Cut-Journalist und in der rechten Ecke Ehren-TCG. Ich bin das Speed-Duel. Hä? Ja, natürlich spielen wir Speed-Duel. Gibt es da Scareclaw? Scareclaw? Nein, was? Hä? Ja, ach, dann spiel ich den Mist nicht. Okay. In der rechten Ecke haben wir CK Phoenix und in der linken Ecke haben wir DTV. Auch ein gutes Spiel. Möge der Bessere gewinnen. So, bereit für dein letztes Duell am heutigen Tag? Das werden wir ja sehen. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Dann würfeln wir, auf geht's. Hoch gewinnt, zwei Würfel hoch. 7. 5. Darfst du anfangen? Okay, fange ich an. Ich spiele eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Das ist alles, was du drauf hast? Das ist nicht alles, was du drauf hast? Ja. Das kann ich definitiv besser. So, meine fünfte Karte hilft mir tatsächlich weiter. So, ich beschwöre den Herrn der Drachen. Alleine tut der Herr der Drachen nicht so viel, aber indem ich die Drachenflöte aktiviere, kann ich bis zu 2 Drachen als Spezialbeschwörung von meiner Hand aufs Spielfeld beschwören. Und genau das passiert jetzt auch. Und zwar beschwöre ich den blauen gegen weißen Drachen und erneut den blauen gegen weißen Drachen auf mein Spielfeld. Aber damit hast du meine Fallenkarte aktiviert, und zwar Wasserlochfallgrube. Damit werden sie in die verdeckte Verteidigungsposition gedreht. Okay, fiese Tricks, die du hier auf jeden Fall aufziehst. Echt guter Zug. Ich muss aufpassen, sonst verliere ich noch. Dann möchte ich gerne in die Battleface gehen und mit dem Herrn der Drachen direkt deine Lebenspunkte angreifen. Okay, das nehme ich so hin. Alles klar, dann dein Zug. Ich ziehe und ich aktiviere die Zauberkarte Fusion. Und damit fusioniere ich Elementarheld Sparkman und meine Göttin mit dem dritten Auge. Starkes Spiel auf jeden Fall. Und diese wird dadurch als Elementarheld Blade Edge behandelt. Und dadurch kann ich Elemental Plasma Weiß beschwören. Starkes Spiel auf jeden Fall von dir. Und mit diesem Plasma Weiß greife ich dein verdecktes Monster an. Ja, und damit geht es tatsächlich auf den Friedhof. Und du kriegst 100 durchschlagenden Kampfschaden. Auch noch? Alles klar, den muss ich wohl so hinnehmen. Dann bist du. Ich ziehe eine Karte. Herz der Karten. Hat mich verlassen. ich setze eine Karte. Vielleicht ist es ein Bluff, vielleicht auch nicht. Das wirst du gleich im nächsten Spielzug erfahren. Und dreh den Herr der Drachen noch in die Verteidigungsposition und gib an dich ab. Okay, ich ziehe und ich beschwöre mein Elemental Sparkman. Aber lange wird er nicht auf dem Feld bleiben, denn ich aktiviere jetzt meinen Skill. Und damit kann ich eine Fusionsbeschwörung durchführen. Und ich fusioniere erneut Sparkman und Göttin mit dem dritten Auge zu noch einem weiteren Elemental Plasma-Weiß. Cool Combo, würde ich sagen. Exakt. Und mein Plasma-Weiß greift jetzt deinen Herrn der Drachen an. Okay, da geht in den Friedhof. Und dann greift mein zweiter Plasma-Weiß deinen weißen Drachen an. Das tut weh. Das tut tatsächlich weh. Beide blau gegen weißen Drachen in den Friedhof befördert. Und damit beende ich meinen Zug. Du bist auf meinen Bluff leider nicht eingefallen. Ich ziehe eine Karte, komm. Es gibt nur noch eine Karte in dem Deck, die mir aus dieser Situation helfen kann. Und es ist der Herr der Drachen. Ich setze diese Karte, von der du nicht weißt, welche sie ist. Und ich gebe nicht ab. Okay. Ich gebe nicht auf. Und ich beschwöre meine DD-Kriegerin. Starker Topdeck auf jeden Fall. Was machst du gegen diese Armee von Monstern? Plasma Weiß, zerstör sein Monster. Und jetzt meine beiden anderen Monster, greif direkt. Nein! Ja, damit hast du tatsächlich das Duell gewonnen. Starkes Duell, Duelland. Das Herz der Karten hat mich an dieser Stelle verlassen. Das wär's dann wohl.